Schade eigentlich. Ja, ist ein richtig cooler Display eigentlich. Obwohl PCs gibt es ja eigentlich schon für 180 €, da geht's los, da kriegst du schon einen PC. Ich weiß nicht, was er spielt. Ja, genau. Ich will mir auch Aber. bald einen neuen PC holen, aber einen guten, so für 1000. Ich habe mir jetzt einen bestellt. Ja, welchen? Ist Ich habe gelobt. mir, eigentlich baue ich immer selber auf, aber ich bin dann den Entschluss jetzt dazu gekommen, dass. Oh, Part fängt an, geil. Dass ich mir bei eBay einkaufe, weil ich habe mir geguckt, die Einzelteile, im Endeffekt bin ich genauso teuer. Oder Ja, 20 also Euro ich vielleicht bin spare jetzt ich. beim Zusammenstellen bin ich auch ein bisschen optimistisch, muss ich sagen. Ja. Weil im Grunde ist es billiger an sich, aber wenn du guckst, wenn es einfach so Angebote gibt, wo es einen fertigen gibt, ne, Ja. es können billiger sein, um einiges. Ja, Also es klar, da. muss nicht, aber es kann. Und ich weiß, ich bin nicht so der große Fan von eBay PC-Sachen, aber ja. Ich weiß nicht, wo du günstig Teile herbekommst. Wenn du eine gute Seite kennst, dann hau raus. Ja, jetzt gerade nicht vom Namen, aber ich kenne eine gute Seite, wo man sich PCs zusammenstellen kann. Kann ich die nachher mal schicken, wenn du Ja willst? gut, kann, klar. Ich habe mir den PC ja sozusagen nur erstmal gekauft und ich stock den noch ein bisschen auf oder so. Wie viel habe ich bezahlt? 420 €. Hm, ja, es geht ja. Ich habe von AMD CPU drin. Den, der hat 4x8 GHz. Das reicht. Ja, das ist gut. Ich brauch auf jeden Fall mal einen mit viel Arbeitsspeicher durch Ich habe nur 8 Wallboard. GB drin, aber kann aufrüsten bis 32. Okay, Werde das ich ist natürlich machen. Kannst mega. ja einfach reinstecken, das geht ja schnell. Ja. So ein Backen. Ja, ich hätte mir so einen 16 GB habe ich so vor, Okay. Arbeitsspeicher. Das Das hört nicht sich gut jetzt mal an. reicht. Erstmal. Das reicht, Dicke. Na gut, es kommt drauf an, auch auf die Taktung auch und so. Ja, Also. eben. Zack. Ja, machen wir mal weiter, oder? Ja, gerne, gerne. Wie viel habe ich eigentlich? So. Du hast jetzt Frage 6 richtig beantwortet, das heißt, es kommen noch 6 Fragen und du hast noch einen Joker. Also, das Gut. sieht gut aus. Aber allerdings kommt jetzt die schwere Phase. Ja, trotzdem, ich bin der Skiller Number One, das geht immer. Ja, und zwar, ich nenne. Scheiße. Ich nenne dir 3 Spiele und du sagst mir, welche davon nicht in Nintendo Land spielbar waren. Okay. Und zwar einmal Wario, dann Pikmin und Donkey Kong. Also, welches von den drei nicht spielbar war? Genau. Wario. Ist das deine Antwort oder ist das eine Überlegung? Nö, das ist meine Antwort. Genau, das ist richtig. Obwohl das nicht das geilste Spiel ist, kennt man sich da aus. Ja, Ist ja gut. natürlich. Also einer muss man es ja mal gespielt haben. Das wird ja sozusagen ja aufgezwungen, wenn man sich's kaufen will. Ich weiß, ich habe mir die Wii U gekauft. Also bei Amazon, die kam nachmittags. Ich habe dann den Tag auch gar nicht gespielt. Am nächsten Früh bin ich ganz früh aufgestanden. Ich hatte nur Nintendo Land, hab's reingeschmissen und habe das dann 3 Stunden gespielt und das war's dann auch. Dann war's vorbei. Wie lange hast du gespielt, Nintendo Land? Schon ein bisschen länger. Okay. Bisschen. Aber ja, ich habe jetzt nicht intensiv gezockt, eher New Super Mario Bros. U. Das hast du auch gleich am Release dir Ja, geholt. also ich habe generell die Wii U habe ich erst im Februar, glaube ich, erst bekommen, weil Kohle, ah ne, nicht Februar. Ich glaube wahrscheinlich, ich glaube, ich habe sie Weihnachten bekommen. Weihnachten war es, ne? Einen Monat nachdem du rausgekommen bist. Genau, einen Monat nachdem sie rausgekommen ist, weil ja, Kohle hat gefehlt, ne? Weihnachtsgeschenk eben, ne? Genau. Der gute Weihnachtsmann. Ja, klar. Also Exklusivtitel. Und so Übergänge sind super, ne? Genau, richtig. Hast du ein Lieblingsgenre? Ja, sehr, das heißt, ja, im Grunde ja, Jump'n'Run. Jump'n'Run, okay. Und gefolgt von? Adventure, ganz klar. Adventure. Wann kommt Rollenspiel-mäßig. Rollenspiel? Weit Ja. hinten oder eher mittelmäßig, also in der Mitte? Rollenspiel liegt bei mir eigentlich relativ gut. Also kommt auf an, also ich finde Skyrim ein super geiles Spiel. Mein PC schafft es halt nicht, aber ich hab's öfter mal beim Freund gezockt und Skyrim finde ich richtig geil. Okay, Genial. Geniales okay. Game finde ich. Was findest du gut? Grafik, Spieldesign? Ja, Grafik und vor allem diese Freiheit, also Ja, die halt bei Freiheit Zelda magst du. eben fehlt manchmal und ja, generell halt, ne, dass du halt so Freiheiten hast, Genau. auch deine Taten, es ist nicht alles bestimmt. Du kannst machen, was du willst. Richtig, richtig. Ja.
Also Zelda im Skyrim-Look wäre eine Nummer für dich. Ja, das wäre was für mich. Oh, ich habe ein Bullet Bill, ich heb mir den mal auf. Außer du hast einen Schock, sagst du mir das jetzt? Ich habe keinen. Okay, sehr gut. Also, behalten wir euch da hier am Bescheid. Ey, das ist immer so eine Schwierigkeit. Wann ziehe ich den Bullet Bill, damit er mich genau bis genau zur Ziellinie bringt? Ja. Nicht über die Ziellinie und nicht vor die Ziellinie. Ich würde sagen, jetzt. Wir das mal aus. Komm, zieh, Junge. Zieh. Er verkackt. Aber ich werde zwar... Dritter. Du bist Vorletzter, ist auch nicht schlecht. Ja, es geht, ne. Und ich stelle mal die nächste Frage. Und zwar, ich nenne dir 4 Spiele und du ordnest mir diese von früh erschienen bis spät erschienen. Boah, übertreib's jetzt nicht, ne? Ganz einfach. Ich fange mal an mit Mario Kart Super Circuit für den GBA. Ja. Dann Mega Man 1. Kenn ich überhaupt nicht, aber ja. Mega Man kennst du nicht? Nein. Die blaue Figur, die schießt. Ja, doch, ich weiß, was es ist, aber ich kenne mich damit nicht aus. Also Mega Man 1, Super Mario Sunshine 2. Was? 1, Entschuldigung, das war schon das Erscheinungsdatum. Super Mario Sunshine natürlich. Und als 4. The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich lese gerne nochmal vor. Mario Kart Super Circuit, sagt ihr was? Ja. Für ein GBA, also GBA Advance. Ja. Mega Man, Super Mario Sunshine und The Legend. Mega Man, oh, kannst du mir sagen, ob das jetzt eher, also so generell ist das jetzt so eher richtig so Pixel früh. Ist das Mega Man. Richtig SNES so. Richtig Pixel. Ja, dann würde ich das mal ganz hinsetzen. Pixel and Trust. Ja. Und du sagst mir jetzt, welches als spätestes zuerst erschienen, also als von früh erschienen bis spät erschienen, okay, also welches zuerst erschienen ist, ganz einfach. Okay, also zuerst erschienen ist Mega Man. Das ist richtig, so können wir uns auch weiterhin das Zeug abarbeiten hier. Danach, was mich eben verwirrt mit dem Sunshine, weil du da 2 gemeint hast. Ja. Also ich habe jetzt im Angebot noch Super Mario Kart Super Circuit. Ja, du denkst auf jeden Fall auf 4. Nee, warte, was war ich dann? Ich laber Bullshit. Majora's Mask kann man noch und Sunshine. Das sind alle Spiele, die du kennst zumindest. Ich würde sagen, danach kommt Mario Kart Super Circuit. Mach weiter. Dann Majora's Mask und dann Sunshine. Ach Quatsch. Oh ne, ich hab Scheiße gemacht. Ich meine, es kommt Sunshine, dann da. Ich finde schon mal gut, wie du an deine Sache rangehst. Ja, ich weiß, aber ich muss mich jetzt konzentrieren, ich muss überlegen. Lass dir ruhig Zeit, ich strecke es noch ein bisschen. Ich glaube sogar, Super Circuit kam als letztes von denen. Für den Game Boy Advance. Ja. Weißt du, wann der erschienen ist, der Game Boy Advance? Nein, ich habe da leider keine Ahnung. Ich hatte glaube ich keinen, oder? Hatte ich einen? Ich weiß es nicht. Aber ich sag einfach, random, als frühestes Mega Man, dann Majora's Mask, dann Sunshine, dann Super Circuit. Also Mega Man ist schon mal absolut richtig, das ist also Mega Man 1, 13. Dezember 1989 erschienen. Also richtig retro. Dann als zweites hattest du Majora's Mask, das ist am 26. Oktober 2000 erschienen, ist auch richtig. Ja, und dann jetzt kommt Ja, als nächstes hattest du Sunshine. Ja. Das ist am 2. Oktober 2002 erschienen. Hört sich auch gut an. Und Mario Kart Super Circuit ist am 14. September 2001 erschienen, also die beiden hat's da vertauscht. Schade. Schade eigentlich, aber war nicht schlecht, finde ich. War schon gut. Red Shades. Ja, mich hat das ein bisschen mit der 2 verwirrt, weil du meinst, dass ja, das ist Position 2 oder so, keine Ahnung. Ja. Und ich bin schon wieder bei machen. Aber ich fand's krass, dass du Majora's Mask nochmal vorgesetzt hattest. Ja, weil mir ist aufgefallen, Majora's Mask N64 war schon eine andere Zeit, ne? Genau. Okay, du hast jetzt keinen Joker mehr, das heißt, 1, 2, 3, 4 Fragen brauche ich jetzt von dir direkt. Ja. In your face, also richtig reingeballert, ne? Richtig rein in den Schädel. Richtig, ne? Wenn du möchtest, kann ich es schon vorlesen. Ja. Und zwar nenne mir eine Strecke aus dem Pilzcup von Mario Kart Double Dash. Ich glaube, eines deiner Lieblings-Mario Karts. Mhm. Ja, das ist schon die Frage. Nenne mir eine Strecke aus dem Pilzcup von Mario Kart Double Dash. Oh. Die Namen, die Bezeichnung. Muss genau so heißen. Ich lasse auch so ein paar kleine Ausweichungen gelten.
Okay, boah, wie hießen? Da gab's ja keine Retro-Strecken. Ja, also PS Cup. Boah, PSP ist glaube ich nicht. Boah, ich muss mal kurz überlegen. Puh. Da muss ich mal gleich ein bisschen nachdenken. Blumenkopf wüsste ich sicher. Ich weiß diese Achterbürste da, ne? Ja. Die weiß ich halt nicht den Namen, weißt du? Ne? Boah. Da muss man nachdenken, wie die. Weißt du, welche, ne? Die erste Strecke ist? Ja. Diese Achterpiste, auch halt mit dem Kettenhund und so, kennt man ja, ne? Ja, wie cool. Heißt? Puh. Keine Ahnung. Ah, shit, ey, da muss ich echt jetzt mal nachdenken. Boah, keine Ahnung, ey. Boah, ich keine Ahnung, die ist ja nicht Luigi's Piste, die ist doch irgendwie anders, ne? Man weiß es nicht. Boah, ich sag einfach. Peach, war die da am Anfang drin, ey. Oder wie hießen die letzte? Boah, ich muss echt gerade kurz überlegen, ey. Die letzte wird, glaube ich, auf der Wii U geremaked. Glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Was zur Hölle? Wieso habe ich denn da keine Ahnung mehr, ey? Nee. Ist eine Pilzcup drin, die auf Mario Kart Wii? Als Retro-Strecke. Ja. Nee, das sage ich dir nicht. Okay, ja, ich sag einfach jetzt Peach. Ja, genau. Dadurch, dass er sich sage, sage ich dir nicht. Weißt du, dass es ist? Echt, nee, das wusste ich nicht. Nee, ich hab einfach Peach ist richtig. Echt jetzt? Ich dachte, weil die ist hier im Panzer Cup, haben wir die da bestimmt nicht damals auch als ersten Cup. Das ist die zweite Strecke dort. Boah, okay. Du kommst ja mit dem Kugel wie die, aber der verkackt jetzt. Komm. Oh, ich zu spät. Gut eingesetzt. Sehr gut eingesetzt. Wow. Zumindest bei mir. Bei mir hat er dich kurz vor der Ziellinie rausgelassen. Okay. Ja gut, ging ja nochmal ganz brenzlig aus. Weißt du, wie die erste Piste hieß von. Ja, Luigi's Piste. Die ist genau wie auf der Wii. Ja. Die dritte war Babypark, müsste ich auch was sagen. Ah, Babypark, natürlich. Und staubtrockene Wüste, müsste, glaube ich. Habe ich im Wii U-Trailer mal gesehen. Ja, in der Mitte mit denen. Die kommt vor, ne? Ich dachte irgendwie nur Instrumentalpiste, weil die ist mir gerade so im Kopf geblieben bei Wii U-Retro-Strecken, aber ist mir jetzt gerade nicht aufgefallen, aber ja. Hat ja dann noch ganz gut hingehauen. Ja, nicht schlecht. Rango hat mal gewonnen, das freut mich mal. Der fährt schon, glaube ich, 10-mal, 12-mal ist er schon mitgefahren und hat noch nie gewonnen. Krasse Sache. Okay, weißt du noch, welchen Platz du beim letzten Mal hattest? Jetzt hier gerade? Nee, als du bei mir mitgefahren bist, MKW Cup. Du bist schon mitgefahren, oder? Letzter, glaube ich. Letzter ist gut, okay. Mhm. Zumindest aufbaumäßig kann man da noch viel verbessern. Ja. Du kannst nochmal mitfahren, wenn du mal Zeit und Lust hast. Ja. Und ich würde sagen, wir hängen noch mal eine kleine Runde dran, also fahren noch mal zu zweit. Noch eine Runde wegen Quiz, sind noch zwei Fragen. Ja, noch drei Fragen. Und trotzdem verabschieden wir uns erstmal. Ja, Leute. Danke nochmal an dich, dass du hier deine Zeit geopfert hast. Ah, bitteschön, immer gerne. Kostbare Zeit, muss ich sagen, als Let's Player. Ja, wir haben's nötig, ne? Also, boah. Ja, genau. Und ja, das war's erstmal soweit. Macht's gut, bis später und ciao. Bis dann.